Das Schönste am Priestertum ist zu merken, dass Gott mich erwählt hat, trotz meiner Schwäche, trotz meiner Unwürdigkeit, und dass Jesus mich weiter erwählt und dass ich ihn weiter tragen darf, obwohl ich total schwach bin und unwürdig und so. Zum Beispiel gibt es Momente, wo es einem selbst schlecht geht und dann merkt man durch die Früchte, dass Gott sehr stark gewirkt hat durch uns als Priester in einem Moment, wo wir selbst sehr schwach waren. Und das ist was Wunderbares. Also Christus sagt, man erkennt den Baum an seiner Frucht. Man erkennt es immer an den Früchten, an den Ergebnissen sozusagen, an dem Wachstum, den es in den Herzen der Menschen gibt. Die Menschen empfangen Frieden und Freude und sie lieben Gott mehr. Sie empfangen eine Gnade durch die arme Mittlerschaft des Priesters. Und manchmal bekommt man darüber ein Feedback, manchmal merkt man es. Und das stärkt uns dann auch zu wissen, dass wir als Kanäle verwendet werden von Gott. Das ist die größte Freude. Musik.